praktischer Betrieb der Einweggleichrichterröhre EY86. Ich benötige dafür eine Wechselspannung, in diesem Fall 300 Volt, das blaue Kabel. Ich benötige eine Heizspannung von 6,3 Volt, in diesem Fall das gelbe Kabel. Die Röhre selbst wird sehr typisch beschaltet, nämlich Pin 4 und 5 ist die Heizspannung, Pin 1 ist die Kathode und die Kappe ist die Anode. Die Schaltung selbst ist wie in der vorigen Folie, dass die Anode direkt mit einem Pol des Transformators verbunden wird. Die Kathode geht über den simulierten Verbraucher, in diesem Fall einen Widerstand, zum anderen Pol des Transformators. Da die Röhre eine Einweggleichrichterröhre ist, wird nur eine Halbwelle die Röhre leitend sein. Die andere Halbwelle wird sie nicht leitend sein und somit Pausen haben und dann wieder eine Halbwelle leitend sein. Das nennt man auch pulsierende Gleichspannung. Ich beschalte jetzt die Röhre. Ich fange an mit der Heizspannung. Die liegt auf Pin 5. Und Pin 4. Die Anode. Die verbinde ich mit dem Transformator. Also einen Pol des Transformators. Die Kathode ist auf Pin 1. Die wird jetzt über einen Lastwiderstand verbunden zum anderen Pol des Transformators. Und damit wir das Ganze auch sehen, wird ein Oszilloskop parallel geschaltet. Ich schalte jetzt die Betriebsspannung ein. Und man sieht jetzt auf dem Oszilloskop, dass ich eine Halbwelle Spannung habe und eine Halbwelle Pause und wieder eine Halbwelle Spannung. Das Problem an dieser Schaltung ist, dass die Pausenzeiten von einem Kondensator überbrückt werden müssen. Um das zu demonstrieren, werde ich jetzt noch einen Kondensator mit 3,3 Mikrofarad einfügen. Der Kondensator liegt jetzt parallel zum Verbraucher. Und ich schalte wieder die Betriebsspannung ein. Man sieht jetzt, die Spannung ist glatter als vorhin, aber noch nicht 100% glatt. Es ist noch keine richtige Gleichspannung. Das liegt daran, dass der Kondensator eine sehr hohe Kapazität haben muss, um halt die Pausen des Einweggleichrichters zu überbrücken, um halt zu gewährleisten, dass die Spannung konstant ist. Aus diesem Grund nutzt man meistens eine sogenannte Zweiweggleichrichterröhre, die beide Halbwellen gleichrichtet. Das ist die Röhre in Betrieb. Man sieht das Glühen der Kathode.